Ja, herzlich willkommen jetzt hier zum Pink Slips um James Rodriguez in Form. Ja, ihr könnt ja schon mal mein Team sehen, mit dem wir gleich spielen werden. Ja, ich weiß, es ist immer noch dieses scheiß Bundesliga-Noob-Team, aber ich habe halt, wie gesagt, noch gerade keins. Aber in den nächsten Tagen werde ich auf jeden Fall wieder mal einen Hybrid machen, was auch wieder ein bisschen chilliger ist. Ja, der Gewinner war The Leo 99, keine Ahnung. Wir gucken mal kurz nach, ob er on ist. Mal schon mal runterscrollen. Nee, zu weit. Nee, da. Da ist er ist on. Dann laden wir ihn auch gleich mal ein. Übrigens, die Wager-Match-Ankündigung. What the fuck, ey. Die Wager-Match-Ankündigung, also für das nächste Wager-Match dann wieder, kommen jetzt ab sofort immer am Ende der Episode. Also müsst ihr, wenn ihr teilnehmen wollt, immer vorspulen, wenn ihr einfach keinen Bock auf diese Scheiße hier habt. Ja, was gibt's auch noch zu sagen? Nicht wirklich viel. Nö, eigentlich gibt es gar nichts gerade zu sagen. Ja, hoffentlich hat der Leon99 in den Kommentaren gesehen, wer gewonnen hat. Da könnt ihr nämlich auch immer selber nachgucken, wenn ihr teilgenommen habt. Um es dann auch gleich zu wissen und nicht einfach hier einfach 10 Minuten oder stundenlang rumzusitzen und zu gucken, ob ich euch jetzt hier einlade. Ach, geben wir mal 5 Minuten, bis er hier reinkommt. Und dann kann das Ganze. Okay, er kommt jetzt schon rein. Brauchen wir gar nicht warten. Monster und sein Rating ist schon mal ziemlich pervers. Oha. Oh na, oh Gott. William van Persie und Robben vorne. Neuer im Tor. Ich werde doch niemals ein Tor schießen können. Alter. Okay. That's gonna be tough. That's gonna. Ja, yeah, keine Ahnung. Englisch. Das wird hart. Ja, das wird leider ziemlich, ziemlich hart. Ich brauche Momentum. Ich brauche einfach Momentum, ey. Ha! Mal gucken, was wir hier so reißen können. Luis Gustavo hat sich nochmal den Ball. Geht nochmal raus auf Caligiuri. Mit einer Flanke hinten ist Götze an. Was? Was? What the fuck? Oh mein Gott. Oh! Der David Luiz. Und Arthur macht Scheiße. What the fuck, Arthur? Ich hab dich doch gar nicht mehr rausgeholt, Alter. Mann, ey. Caligiuri, mach es, mach es. Was? Nein. Was? Ja, Toprak, genau. Ja. Nein, nein, Toprak. Wo spielst du denn? Ich sollte, da wollte ich mal zu Arta zurückspielen, weißt du? Nein. Und dann spielt so eine Scheiße wieder. Es ist lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich verliere schon wieder ein Pinkstiff in so einer Scheiße, weil ich einfach ey, nicht geschossen kriegt, einfach mal ein vernünftiges Spiel hinzuballern. Einfach nein, ey. Ja, und da ist William. Lol. Adel hält mal was. Gibt's ja gar nicht. Ja, und er pfeift ab. Weiß auch. Nee. Ja, okay. 2 zu 0. Lächerlich wie sonst was das Spiel. Zweimal, wir treffen zweimal Aluminium. Und unser Gegner hat drei Schüsse aufs Tor, macht zwei Tore dadurch. Los, Lewandowski. Jetzt mach einmal was Tolles. Lewandowski. Bam! Ach, 2 zu 1. Okay. Einfach, okay. Einer geht noch. Los, verfahren, die kriegst du noch. Lewand. Aber Mann, ja, Ausgleich! 2 zu 2, Nubik, wie es nur geht, aber ist mir scheißegal in den Pink Slips, Leute. 87. Minute, Aubameyang mit dem Kopfball und Ausgleich. Wunderbar. So, verfahren mit viel Platz auf Außen. Verfahren. Verfahren. Mach ihn rein, verfahren. Verfahren! Götze. Mit der Flanke hinten ist Lewandowski. Mach ihn rein. Lewandowski! An den Pfosten mit dem Kopfball in der 90. Minute. So muss das sein. Oh, bin ich ein Noob. Ist mir aber scheißegal. In den Pink Slips ist er, glaube ich. Ich finde, in den Pink Slips ist alles erlaubt. Ey, was ich schon alles erlebt habe in den Wager-Matches. Und dann ist es auch direkt vorbei. Wir gewinnen das 3 zu 2. Wir drehen das komplette Spiel. Nach 2-0 Rückstand in der zweiten Halbzeit durch Lewandowski und Aubameyang den größten, also Aubameyang der größten Pace-Hure mit Kopfballtoren, wie es nur geht. Ach. Das neue Jahr fängt gut für mich an, muss ich mal sagen. Das ist echt gut. Unverdient war das auch nicht unbedingt. Ach, James Rodriguez bleibt somit vorerst in unserem Verein. Oder ich sag zumindest vorerst.
vorerst. Ciao. Ja, und das nächste Wager Match wird dann um Maikon sein. Ihr könnt jetzt nochmal gerade hier begutachten. Ja, schreibt mir wie immer dann in die Kommentare euer Angebot. Das Spiel ist schon heute Abend um 18 Uhr, wenn heute zumindest der 5.1. ist. Dann ist es heute Abend um 18 Uhr. Dann würde ich euch wieder anschreiben, wenn ihr gewonnen habt. Also, wie gesagt, unten in die Kommentare euer Angebot, also euer Gegenangebot für Maikon schreiben. Ihr müsst wie immer nicht so viel setzen. Ist halt immer so Standard gewesen bei mir jetzt. Und das bleibt jetzt auch erstmal so. Also Angebot rein, PSN-Name rein. Heute um 18 Uhr auf eine Nachricht von mir bei PSN warten. Und dann sage ich vorübergehend zumindest. Ciao!